So, das ist die Firma der Rohrdog und hier geht es um ein Rohrstück, was ich von einem Kunden zugesendet bekommen habe aus Köln. Das ist der handelt sich dabei um eine Wohngemeinschaft mit 40 Wohneinheiten, ein älteres raffiniertes Bauernhof. Und die Kunden haben uns ein ausgeschnittenes Kupferstück zugesendet, das ich jetzt einmal abschneiden werde, um einen Teil zu entkalken. Und das andere Teil werde ich dann so lassen, wie es ist, damit man einen Vergleich hat. So, schönen guten Tag. Mein Name ist der Krenzke von der Firma der Rohrdog. Ich hatte das eben schon geschildert. Hier geht es um das Rohrstück von einer Wohngemeinschaft in der Nähe von Köln. Das sind 40 Wohneinheiten und das ist ein Kupferrohr. Das ist weich gelötet. Hier sieht man auch noch dieses Kreuz, was gemacht worden ist. Also es handelt sich um das Stück, was ich bekommen habe. Ich werde jetzt diesen rechten Teil abschneiden und den linken Teil werde ich so lassen, wie er ist. Und beides werde ich Ihnen dann zusenden, damit Sie praktisch dort einen Vergleich ziehen können, inwieweit meine Arbeit Ihnen dienen kann. Insofern schneide ich das jetzt ab. Das mache ich jetzt. Kann man schon mal sehen, den ganzen Bröselkram. Ich werde jetzt das dann auch so ausspannen und werde beide Teile zeigen. Und das sind jetzt die beiden Stücken. Das rechte ist das, was gemacht werden soll. Und das größere linke Stück werde ich so lassen, wie es ist. Da haben Sie mal einen Vergleich. Und die beiden passen halt immer wunderbar zusammen. Mit dem Kreuz und da drüben schon der Kalk raus. Das Stück werde ich jetzt machen. Hier habe ich schon mal ein Teststück gemacht, aber das werde ich Ihnen jetzt so weit sauber machen, wie ich es sauber machen kann. Und dann sende ich Ihnen beide die Sachen zu. Also, dann, bis dann. Hallo, hier spricht der Krenzke von der Firma der Rohrdog. Ich möchte Ihnen jetzt das Ergebnis zeigen von der Reinigung. Und zwar haben wir hier wieder diese Rohre mit dem markanten Kreuz. Das ist das unbehandelte Rohr. Ja. Und das ist das behandelte Rohr. So, ich habe das jetzt so weit behandelt, dass man das noch ein bisschen was sieht, noch an den Resten, die da drin waren. Das kann man natürlich auch noch bis ins Ultimo durchführen. Aber so haben wir jetzt die Gewissheit, dass das Rohr, was ich Ihnen dort jetzt zeigen werde und zusende, auch das Rohr ist, was hier abgeschnitten worden ist von dem Rohr. Ja. Ich sende Ihnen das jetzt zu. Ich habe die hier noch markiert. Insofern geht das jetzt an die Hausverwaltung und dann haben wir zwei Exemplare, die Sie dann in die Hand nehmen können. Ich freue mich, von Ihnen zu hören und verbleibe. Bis dann.